Herzlich willkommen beim Echolo-Zentrum in Paderborn. Mein Name ist Thomas Schlageta und neben mir sitzt Rüdiger Engel von Foruno und wird uns jetzt so in den nächsten paar Minuten die Time Zero Maxi Software vorstellen. Ja. Er hat ein paar ganz, ganz tolle Daten dabei, ein paar Informationen, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat. Das, wo wir heute Augenmerk drauf legen werden, ist die Vernetzung von WASP mit dieser Software. Das ist dieses Multibeam-Sonar, was heute schon vorgestellt wurde. Und jetzt zeige ich einfach mal ein bisschen, was das Ding kann. Das ist sehr interessant. Ja, also die Time Zero Software ist erstmal schlicht und ergreifend nur eine Seekartensoftware, wie wir sie kennen. Sehr gute Performance. Wir können Vektorkarten lesen, wir können Rasterkarten lesen. Es sind unsere Tonnen drin, die AES-Ziele sind drin. Ich kann es mit meinen Navigationsdaten verbinden. Aber in Verbindung mit unserem WASP, mit dem Multibeam Echolot, kann ich jetzt meine Daten vom Seebett direkt in diese Seekarte reinschreiben. Also ohne Umwege, weil vorher musste man das ja immer erst exportieren bei der einen Software und importieren bei der anderen. Das ist also nahtlos. Das geht dann auch direkt über das Netzwerk, über das Laptop in die Software rein. Okay. Was ich jetzt mache, ist, ich habe hier im Hintergrund einen WASP-File zu laufen. Die Daten kommen über das Netzwerk, wie beim richtigen WASP auch. Und wenn ich jetzt mal diesen Datenmanager starte, dann kriege ich hier gleich auch meine Position. Wir springen jetzt natürlich nach Neuseeland, so schnell geht das heute. Okay, ja, es ist das interessante ist Sache, dass das mit dem Beamen so gut funktioniert. Ja, hier ist natürlich keine Seekarte jetzt hinterlegt, weil ich von diesem Bereich keine Karten habe. Wir sehen hier unser Schiff und wir sehen hier unseren Track. Den kann ich auch nochmal löschen, damit es vielleicht deutlicher wird. Wenn ich das WASP jetzt angeschlossen habe, laufen permanent Daten im Hintergrund in das System rein und das kann ich mir natürlich auch anschauen, indem ich das Ganze schattiere und farblich markiere. Mhm. Jetzt sehen wir hier haben wir unser Schiff. Normalerweise ist dieser ganze Bereich nicht da. Das ist schon eine Datenbank, die ist schon gespeichert. Das Schiff fährt rüber und hinter dem Schiff baut es sich sukzessive auf. Ich habe nachher noch ein anderes Fall, das kann ich vielleicht nochmal zeigen. Mhm. Jetzt sehe ich hier ein Wrack, was in der Bathymetrie dargestellt ist, wo das Schiff drüber fährt. Und jetzt ist das Tolle, ich kann also nicht nur in 2D das darstellen, sondern ich kann das Ganze auch in 3D mir darstellen. Ich kann den Sonar-View sehen. Hier sieht man jetzt sehr schön die Bodenlinie vom Wrack. Genau, das ist diese typische Nachlinierung von Multibeam-Systemen. Richtig. Wir kennen das, auch wenn ich andere Namen in deiner Gegenwart nicht gerne nenne, aber Garmin hat ja das Panoptik-System, das ist dieses Multibeam, und daraus macht er dann auch die Strukturen. Nur der große Unterschied bei diesen Systemen ist natürlich, wir haben viel mehr Beams. Ja. Also ein Garmin arbeitet mit vielleicht 30 Beams und sowas hat 224. Ja. 224 Beams über einen Winkel von 120 Grad kann ich hier sehr schön darstellen. Wir können auch andere Darstellungen noch uns aufrufen. Augenblick, er muss das Pfeil neu starten, weil es nur ein kleines Pfeil ist. Das dauert einen kleinen Augenblick, dann ist er wieder da. So. Hier sehen wir jetzt die 3D-Darstellung mit einem Gitter, sodass ich einen grob meine Breite des Beams und meine Wassertiefe. Ich sehe hier, ich habe so ca. 20 Meter Wassertiefe und sehe hier schon die Breite des aufgenommenen Streifens. Das ist immer noch dieser typische Faktor 1 zu 3,4, kann man sagen. 3,4, ja. Je nach Wassertiefe, umso breiter wird natürlich der Streifen. Ich habe hier meine 3D-Darstellung, die ich mir hindrehen kann, wie ich es gerne möchte und auch zoomen kann dort drin. Ich kann diesen ganzen Bereich komplett anders und nutzerspezifisch mir einstellen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel meine 3D-Darstellung, hier habe ich meinen Sonar-View, hier habe ich jetzt den Echolot-View. Hier habe ich jetzt drei verschiedene Beam-Bereiche dieses Beams, habe ich den Center-Beam und dann habe ich jeweils Steuerbord und Backbord. Hier kann ich auch bis zu 5 Beams mir darstellen, sodass ich, wenn ich fahre, sehe ich, was ist auf meiner Backbord-Seite, was ist auf meiner Steuerbord-Seite. Ich kann hier sehr schön auch den Schattenwurf vom Wrack sehen. Und das ist die Sidescan-Darstellung. Also das kennt ihr ja auch von euren Geräten. Das ist der Beam in einer Sidescan-Darstellung. Und dort habe ich das Schöne, durch den Schattenwurf der einzelnen oder teilweise auch feineren Strukturen lassen sich Daten erkennen, die ich eigentlich in der Bathymetrie so nicht sehe. Hm. Kannst du mir sagen, wie tief das Sidescan geht mit dieser Technik? Das geht genauso tief wie die Bathymetrie. Es ist halt nur eine andere Darstellung. Okay, weil das ist jetzt wieder das Besondere, wenn wir uns das mal angucken, das sind 160 Kilohertz, ist also niedriger als die traditionellen Sidescan-Systeme, weil wenn ich mit dem
Hummingbird, wenn ich mit dem Simrad arbeite, haben wir 455 und höher. Die sind natürlich reichweitenbegrenzt. Also wenn ich da genauso tief runterkomme, also bis 150 Meter, mit dem Sidescan ist jetzt mal eine sportliche Nummer. Das ist sehr außergewöhnlich. Das kennen wir so nicht. Es ist also die Darstellung des Multibeams einfach in der Sidescan-Darstellung. Ne? Mhm. Und je tiefer es ist, umso breiter wird der Streifen. Und durch den Schattenwurf, der kommt hier sehr schön zum Vorschein, kann ich das natürlich sehen. Aber diese Darstellung auch in Time Zero bekomme ich nur, wenn ich im WASP die entsprechenden Module auch freigestaltet habe. Okay. Die Basisfunktionalität ist das 3D-Mapping, der Sonar-View, das 3D-Mapping, das Echolot-View und die Sidescan-Darstellung und auch die Backscatter-Darstellung, wo ich gleich drauf komme, das sind optionale Module. Backscatter hatten wir vorhin schon ganz kurz, ist das die Signalstärke des Echos, des Patterns der Echos, die ich zurückbekomme, die kann ich natürlich auswerten und das gibt mir natürlich Hinweise auf die Bodenbeschaffenheit. Wenn ich hier sehe, ich habe hier ein Wrack und ich habe einen relativ ebenen Boden und es könnte natürlich auch sein, dass das Wrack im Schlamm liegt und dann hätte ich keine Indikation, dass dort irgendwas ist. Außer ich schalte hier um von der Bathymetrie in den Backscatter-Modus. Und dann wird mir das Pattern des Echos wiedergeben, die Bodenhärte. Dann sehe ich, hier ist ein felsiger Bereich, hier ist ein weicher Bereich und in diesem weichen Bereich habe ich das Wrack zu liegen, was mir hier als auch blau und hart dargestellt wird. Und das ist natürlich insbesondere von Vorteil, wenn ich Wrack suche, wenn ich bestimmte Strukturen unter Wasser suche, aber auch vor allem in der Lobsterfischerei. Wenn die Hummerfischer, der Hummer sitzt auf dem Felsen normalerweise und in den Randbereichen wo der Felsen den weichen Bereich übergeht. Im weichen Bereich sucht er seine Nahrung und die Fischer gucken jetzt genau dort, wo sind diese Grenzbereiche, wo sie dann ihre Körbe runterlassen. Also ich habe eigentlich gedacht, ich wüsste schon eine Menge, aber das ist eine Information, danke Rudi. Ich werde jetzt in die Lobsterfischerei werde ich übersiedeln. Ja. Tolle Sache. Was für eine Version brauchen wir denn, wenn wir mit dem WASP in Verbindung arbeiten wollen? Weil Time Zero gibt es ja in verschiedenen Versionen. Das ist die Time Zero Professional Variante und dafür muss es dann ein entsprechendes WASP-Modul oder einen entsprechenden Software-Schlüssel mit dazu bestellt werden. Und beim WASP muss dann auch das Modul Open Client Support zur Verfügung gestellt werden, damit die Daten in einer lesbaren Variante auf dem Netzwerk ausgegeben werden. Okay. Ja, erstmal herzlichen Dank, Rudi. Super für diese kurze Ausführung. Ja. Wir werden uns jetzt hier auch noch mal ein bisschen mit der Technik beschäftigen und mit der Software. Wenn Sie Fragen haben, gerade zu diesen speziellen Themen, rufen Sie uns an unter 05251 1841 1096 oder schauen Sie auf unsere Internetseite www.echolotzentrum.de. Ich denke, da ist immer jemand dabei, der helfen kann für so ziemlich jedes Thema.